MDR Jump präsentiert Klassiker für Klugscheißer mit Dieter Nuhr. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ja, ist jetzt nicht Friedrich Schiller oder so, sondern Michael Ende ist auch eher ein Kinderbuch. Aber es ist ein absoluter Klassiker. Und bekannt wurde das Buch natürlich durch die Augsburger Puppenkiste. Was passiert? Lukas, der Lokomotivführer, wohnt auf Lummerland. Das ist eine sehr kleine Insel. Und der Lokomotivführer Lukas hat natürlich eine Lokomotive, die heißt Emma. Und Jim kommt auf die Insel als Baby in einem Paket. Als Jim größer wird, bauen sie Emma in ein Boot um und segeln los. Und gemeinsam erleben die beiden Freunde einen Riesenhaufen an Abenteuer. Sie treffen den Scheinriesen Herrn Turtur, der nur aus der Ferne riesig aussieht. Deshalb Scheinriese, denn je näher man kommt, desto normaler wieder von der Größe her. Und in der Stadt Ping treffen sie auf einen sehr kleinen Winzling namens Ping Pong. Und der erzählt ihnen, dass die Tochter des Kaisers, Prinzessin Li Si, entführt wurde. Und zwar von einem Drachen namens Frau Malzahn. In der Drachenstadt freunden Lukas und Jim sich mit dem Halbdrachen Nepomucker. Und dann befreien sie Li Si aus den Klauen der schrecklichen Drachenlehrerin. Zitate zum Klugscheißen. Lukas ist Künstler und zwar, Zitat, im Spucken. Er konnte etwas und das macht ihm auf der ganzen Welt so leicht keiner nach. Er konnte einen Looping spucken. Klassiker für Klugscheißer. Nur mit Dieter Nuhr. Nur bei MDR Jump.